Mein Mann hat auf dem Handy geschaut, ob im Laden alles in Ordnung ist. Wir wollten unsere Augen nicht glauben. Alles lag eigentlich auf dem Boden. Total Zerstörung haben wir gesehen. Ja, das ist unbeschreiblich. Da kommt Verzweiflung und Wut und alles zusammen. Also Adrenalinschub kriegt man natürlich. Das ist schon der Hammer. Wir haben in diesem Laden wirklich sehr, sehr viel reingesteckt. Dass man das zerstören kann, haben wir auch nicht gewusst. Ich sage immer, von der Dreistigkeit dieser Diebe, da kann man sich nicht ausreichend schützen. Es liegt natürlich die Vermutung nahe, dass man vermutet hat, dass die Kamera nur eine Attrappe ist. Und bitte. Und bitte. Okay. Okay. So, einmal wegnehmen bitte. Stopp bitte. Und noch einmal wegnehmen, bitte. Jawohl, einfach weg. Und bitte. Und bitte. Entschuldigung. Perfekt, und bitte. Dankeschön. Nichts mehr weg, ja? Mhm. 뭐 Die Diebe sind von hinten reingekommen.
den Gitterwand zerschnitten, beziehungsweise erstmal das Glasfenster reingebrochen und die sind unten da reingeklettert, das Möbel natürlich auseinandergenommen, den Brett auch kaputt gemacht hier und die letzten Scheiben sind noch oben zu sehen am Plexischeibe. Und bitte. Mit dem Kopf schütteln bitte. Okay. Habe ich Ihnen doch hier gegeben, 25 Cent? Ja. Dankeschön. Kann man was sehen, ja? Ja. Und bitte. Und bitte. Hallo. Hallo. 1,25 bitte. Einfach ganz normal machen. Okay. Dankeschön. Tschüss. Hallo. Hallo. 1,25 bitte. Dankeschön. Da sind viele drin. Okay. Jawohl. Guck mal hier, was ist los? Was ist hier los? Hast du das gemacht? Nö. Scheiße. Es ist eingebrochen. Ruf mal die Polizei, schnell. Ruf mal die Polizei. Hallo? Hallo? Guck mal, hast du das gemacht? Ja. Nö. Was ist das? Guck mal, ist das ist eingefallen. Okay. Dankeschön. Hallo? Bei uns wurde eingebrochen. Ich habe am Abend mal kurz aufs Handy geschaut, in diesem Programm, also rein in den Laden, ob da alles in Ordnung ist. Mache ich das immer regelmäßig so. Und habe ich gesehen natürlich, da die Sachen herumlagen und meine Frau hat dann gleich die Polizei gerufen, wir wussten, dass ein Einbruch passiert ist. Und dann sind wir gleich losgefahren, die Polizisten waren schon da, haben sie das Ganze aufgenommen natürlich und wir blieben eigentlich dort die ganze Nacht, weil wir alles wieder zurückräumen mussten. Ja, das ist ein bisschen unbeschreiblich, ich glaube. Also da kommt Verzweiflung und Wut und alles zusammen irgendwie. Und Nervosität natürlich, alles kommt, also Adrenalinschub kriegt man natürlich.
Es ist schon der Hammer, muss ich sagen. Ja. Wir haben in diesem Laden wirklich sehr, sehr viel reingesteckt, auch von Zeit und Arbeit her. Wirklich in der letzten Zeit haben wir kaum Freizeit gehabt. Und dass man das zerstören kann, haben wir auch nicht gewusst eigentlich. Also